Fragen über Fragen des Dinges. Ich fühle es irgendwie nicht. Ah, hier kommen wir ja schon zum eigentlichen Problem. Ja, hallo Freunde, Christian schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach und genau, heute gehen wir wieder ein paar von meinen Kursen los, Drama-Challenge, Selbstliebe-Challenge, Manifestations-Challenge. Ansonsten reden wir heute, ja, wie genau muss man sein, wenn man einen neuen Partner hat und es vielleicht so kleinere Probleme gibt, hat man da zu hohe Erwartungen, zu niedrige Erwartungen, da reden wir heute mal rüber. Schaut gerne mal in mein neues Buch rein, beziehungsweise für die englische Fraktion hier. Gerade das erste von Amazon gekriegt, Decoding Love. Gibt es auch eins auf Englisch bei mir, bei Amazon. Und meine Ausbildungen stehen offen. Ne? Es gibt neu dieses Jahr auch eine Ausbildung zum Dating Coach. Ansonsten meine Paar- und Einzel, wenn du auch deine Coaching-Fähigkeiten verbessern willst. Gut, heute haben wir eine Nachricht von Anna Tovkola und eine weiblich gelesene Person. Und ja, wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebische.de. Und sie schreibt: Lieber Hemsch, ich verfolge deine Arbeiten schon seit ein paar Jahren, habe auch diverse Kurse von dir gemacht und finde dein Material super hilfreich. Erstmal danke dafür. Nun habe ich selber mal eine Frage. Ich bin vor 8 Jahren in eine andere Stadt gezogen und habe gleich in den ersten Wochen beim Elternabend in der Schule einen Mann kennengelernt. Unsere Töchter gehen in eine Klasse, er war frisch getrennt. Ich fand ihn schon damals sehr nett, gut aussehend, aber nicht wirklich mein Beuteschema. Gut, wir wollen ja hier gerne mal außerhalb des Beuteschemas daten, alles gut. Ob jetzt die Schule so der optimale, das ist ein bisschen so wie mit der Arbeit, ne? Also man lernt natürlich da Leute kennen, wo man immer ist, also deswegen kann ich das total verstehen mit der Schule, ist auch nicht verboten oder irgendwie was. Ob das jetzt so der ideale Ort ist, vielleicht man sich auch nicht mehr mag und so, ne, falls das mal passieren sollte. Ist so ein bisschen wie mit der Arbeit, aber Gott, wenn man sich verliebt, dann ist halt so, ne? Ein bisschen langweilig vielleicht. Über all die Jahre haben wir uns regelmäßig getroffen und viel zusammen erlebt, auch mit den Kindern. Unser Kontakt ist gleichbleibend freundlich und ausgeglichen witzig. Auch wenn einer von uns Hilfe braucht, Krankheit und so weiter, helfen wir uns gegenseitig, kaufen füreinander ein und er hat mir mal Krücken besorgt. Das ist schon mal super. So, hier ist wieder, wie immer, Lärmkulisse hier, aber vielleicht hört es sich so. Was ist das denn schon wieder, ey? Ich weiß nicht, was sieht, wie viel Lärm in so einer Stadt immer ist, ey. Ja, das ist ja schon mal gut, ne? Also muss man, das ist ja häufig, wenn wir so über toxische Beziehungen reden, klappt das ja alles nicht. Also von daher schon mal gut, ne? Das wollen wir natürlich gerne. Er ist mittlerweile geschieden und hat sich ein wirklich nice, geiles Leben aufgebaut. Er sorgt super für sich, was mich, als ich noch nicht eine Jüngerin war und auch nicht viel drüber wusste, sehr beeindruckte und ein echtes Vorbild für mich war. Ich finde sein Mindset sehr gesund. In den letzten Jahren hatten wir beide kleine Liebeleien bzw. Beziehungen, aber nicht miteinander. Obwohl es immer mal wieder prickelig zwischen uns war. Punkt, ja. Alles ist super entspannt, aber ich finde auch, dass wir schon sehr unterschiedlich sind. Ja, aber du willst ja nicht jemand daten, der genauso ist wie du, ne? In Mentalität, Weltanschauung, in Werten. Ich bin eher die Künstlerin, eher der Ingenieur. Ja, könnte ja gut sein für die Polarität, sage ich mal. Also warum nicht? Trotzdem ist es irgendwie, ist es irgendwie immer gut zusammen und wir bleiben auch immer im Kontakt. Wenn ich Freundin von ihm erzähle, sage ich immer, ich würde ihn als sehr bindungssicher einstufen, mit allen Vor- und Nachteilen. Das weiß man natürlich immer erst, wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, so, ne? Selbst dann ist manchmal schwierig. Er ist sehr klar an seinen Grenzen und strahlt die auch aus. Ich bin bei anderen Männern oft starker Minuspol, würde ihm aber niemals etwas Unverschämtes sagen oder wagen. Also hast Respekt vor ihm, gerade wenn man gern Minuspol ist, auch eine gute Sache. Wir behalten mal im Hinterkopf, dass du schreibst, du bist gerne Minuspol. Dann muss man natürlich mal gucken, kennt ich vielleicht aus meinem Bindungsangstkursen. Dies ist übrigens auch zumindest auf Apple schon mal in meiner Liebeship-App jetzt auch gibt. Android gibt es auch eine Liebeship-App, die hängt so ein bisschen hinterher. Aber auch schon überall 1000 Mal runtergeladen. Wahnsinn. Ihr seid krass. Also müssen wir gucken, ob du nicht zu streng bist. Nun ist es so, dass ich im Januar bei ihm war und beim Abschied meinen Mund aus Versehen auf Seim landete. Also da würde ich wirklich gerne mal jetzt hier eine Videodatei haben, irgendwie von der Überwachungskamera, wie man sich das vorstellen kann. Wie kann denn das versehentlich passieren? Ja, aber da war wohl der
der Wille da von euch beiden. Vielleicht könnt ihr mir das erklären in den Kommentaren, wie kann das passieren? Wir waren beide ziemlich überrascht. Konnte das passieren? Wir wurden rot und verabschieden uns schnell voneinander. Ein paar weitere Treffen folgten, ohne weitere Zwischenfälle. Im März dann trafen wir uns mal wieder zum Kochen, Essen. Ich meine, wenn sowas schon mal passiert ist, man trifft sich dann zum Kochen, Essen. Sind wir schön schon in der Date-Liga auf jeden Fall, ne? Das ist dann schon Daten, ne? Als wir später auf dem Sofa saßen, küsste er mich plötzlich ganz absichtlich. Ich sagte ihm, dass mich das ziemlich irritieren würde, machte aber mit, weil sich das trotzdem irgendwie gut anfühlte. Ja, du hast ja jetzt alle Signale gegeben, also er macht einfach nur das, was der Mann machen muss in dieser Situation, ne? Also alles gut. Ne? So als hätte ich lange darauf gewartet und endlich würde es wahr werden. Im Bett landeten wir dann eine Woche später. Also wir haben die Progredienz hier. Es gibt ja so, mir fällt immer das vierte nicht ein, aber es gibt immer dieses Progredienz, also es muss weitergehen, dann Intimität, also es muss intimer werden. Und Balance ist auch, also es darf nicht zu extrem werden. Ach, das ist schon das vierte, glaube ich, und das dritte war Progredienz. Ja, also die Schritte sollten nicht zu groß sein, auf jeden Fall. Und ja, es sollte natürlich vorwärts gehen, ne? Also gibt es noch so ein anderes Wort, aber egal. Schreibe ich vielleicht noch einen Titel rein. Aber was wir haben wollen beim Dating ist, also es soll... Ach, Konsistenz war das, ne? Konsistenz, Progredenz, Balance und Intimität, ne? Also es soll weitergehen, es soll intimer werden, es soll balanciert sein, also nicht zu extrem so, ne? Und ja. Ja, also es soll einfach vorangehen. Okay. So, und besser werden und nicht irgendwie so auf und ab so, ne? Genau. So. Also immer auf jeden Fall haben wir hier die Progredenz, ne, dass er dann im Bett landet. Aber gut, so will das die Natur. Seitdem treffen wir uns ja regelmäßig, mindestens einmal pro Woche. Mittlerweile übernachte ich dann auch bei ihm. Ja, also, ne, es geht weiter. Es gibt also eine Progression, genau. Schreibst du, vielleicht hast du auch schon mal in alten Videos dazu gesehen. Das glaube ich auch im Datingkurs thematisiert. Dieses Wochenende waren wir sogar von Freitag bis Sonntag zusammen mit seinem Bus unterwegs. Er führt mich immer mehr in seine Kreise ein. An diesem Wochenende lernte ich auf einer Party zum Beispiel einen Großteil seiner Kollegen Mitarbeiter kennen, viele andere Freunde und die Schwestern kenne ich auch bereits. Boah, also bis hierhin ist ja alles super, ne? Allerdings kann ich nicht erinnern, dass er mich als seine Freundin vorstellte, sondern so mit meinem Namen. Ja, also da muss ich wirklich sagen, also wenn der... So, wenn ich jetzt auf einer Feier bin von meinen Freunden, ich bringe eine Frau mit und sag so, nur das ist jetzt Uschi, dann wird jetzt keiner davon ausgehen, dass es deine Krankenschwester ist oder weiß ich nicht, oder eine Sandkastenfreundin oder ich würde mal sagen, dann geht mal davon aus, dass du die Freundin bist. Also ich würde es eher komisch finden, so, das ist jetzt meine Freundin. Nicht, dass ihr denkt, das wäre meine Masseurin oder meine Ärztin oder nein, das ist meine Freundin. Nein, man, das liest man eigentlich aus der Situation raus. Finde ich nicht schlimm. Wir verstehen uns gut, lachen viel zusammen, kennen uns natürlich auch ziemlich gut mittlerweile und wenn ich Hilfe brauche, ist er für mich da. Wenn ich Wünsche äußere, respektiert er diese und bemüht sich, die umzusetzen. Ist ja ekelhaft, ey. Zum Beispiel waren mir seine Nachrichten viel zu kurz. Nachdem ich das einmal angemerkt hatte, bemerkte ich deutlich eine Veränderung. Ja, also jetzt musst du echt aufpassen, als hier Ex oder immer noch realer Minuspol, dass du jetzt nicht anfängst mit, die Nachrichten sind zu kurz, die Nachrichten haben zu wenig Emojis, die Nachrichten sind zu lang, also dass du jetzt tausend Gründe findest, warum irgendwas mit ihm nicht stimmt, so, ne? Aber immer ganz, also was wir häufig haben ist, dass man, also gerade wenn man so, vielleicht warst du auch in toxischen Beziehungen, weiß es nicht, so, dann hat man dieses Drama nicht mehr, dieses Lovebombing und dann fängt eine Beziehung ganz normal, also bis hierhin finde ich es völlig normal, ehrlich gesagt, fängt ganz normal an und dann, was ist denn hier los? Hier stimmt doch irgendwas nicht und dann, ach ja, die Texte sind aber zu kurz, so. Also ich kann dir sagen, ein bindungssicherer Mann, der auch ein Leben hat, der hat scheinbar auch Kinder und hat einen Job, der schreibt dir keine Romane, ne? Der hat da gar keine Zeit für, der muss die Welt verändern, seine Mission leben und
Also natürlich kannst du dir das wünschen, das ist ja auch okay, aber da jetzt daraus ein Problem zu machen, weiß ich nicht. Außerdem lässt er sich für jedes Date immer was Neues einfallen und fädelt alles ein. Wirklich super. Was ist das denn nicht? Suspicious irgendwie. Er respektiert jedes Mal deine Ja's und Neins. Er ist gleichbleibend freundlich und gut zu mir. Außerdem glaubt er, das ist diese Balance, ne? Glaubt er an mich und sagt immer mal wieder, dass er glaubt, dass ich das, was ich beruflich mache, sehr gut mache. Was mich aber stört, sind zwei Sachen. Erstens, er feiert meinen Körper nicht. Wenn wir uns treffen, gibt es außerhalb des Bettsports sehr wenig Körperkontakt. Er scheint nicht so das Bedürfnis zu haben, ich hingegen schon. Auch da, also natürlich darfst du das äußern, ne? Also geht es auch ganz viel um Kommunikation jetzt, ihr seid ja schon am Beziehungsaufbau. Also natürlich darfst du, aber auch da, wenn du wieder diesen Irrsinn erwartest aus toxischen Beziehungen, wo dann am Anfang dann immer, oh, jetzt fünfmal am Tag Sex und dies und das und man hat nur das im Kopf irgendwie, ist vielleicht nicht immer unbedingt immer der beste Start. Also nicht, dass es per se deswegen schlecht laufen muss, aber also man, bindungssichere Menschen sind häufig so ein Tacken kühler, als man das so erwartet, ohne dass sie jetzt Mauern aufbauen oder die Sachen schwierig machen. Das macht er ja hier nicht. Und ja, vielleicht ist er jetzt, vielleicht ist er auch ein bisschen zurückhaltender, aber weiß ich nicht, Männer heutzutage haben auch manchmal Angst, dass sie was falsch machen, so wenn, oh Gott, wenn ich dir jetzt den ganzen Tag an den Hintern packe und was weiß ich und hinterher ist es wieder zu viel und Gott und ich weiß ihre Pronomen nicht mehr und was weiß ich. Also vielleicht ist er so einfach vorsichtig, aber es ist, wie gesagt, völlig in Ordnung, was zu kommunizieren, aber auch da ist ähnlich wie mit den Text. Da jetzt ein Problem ausmachen, Er will nachts auch nicht kuscheln, dreht sich sogar häufig weg. Ja, also es wird natürlich viele Frauen stören. Ich will es jetzt auch nicht komplett abtun, aber das sind so Sachen, die beobachtet man halt. Ne? Ist halt nicht jeder immer gleich so. Ne? Auch am Tag gibt es kaum zufällige Berührung, kann streicheln über die Haare, über den Po, kein Zeichen des Begehrens. Ja, aber er begehrt dich ja scheinbar, sonst würde ich ja keinen Bettsport haben. Ich merke, dass mir das sehr fehlt und dass ich das auch in meinem Sein als Frau verunsichert. Warum sollte ich das verunsichern? Du denkst davon, dass du die Geilste bist und fertig. Und ob du erst zieht oder nicht, who cares? Aber wie gesagt, wie ich schon sagte, du kannst das kommunizieren, aber ist das jetzt schon ein Problem? Weiß es nicht. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht so ein Minuspol-Schwächenzoom, wie Steffi Stahl das immer nennt. Den wollen wir hier nicht haben, ne? Ich merke, dass ich das Gefühl, begehrt zu werden, gewohnt bin. Ja, aber du willst ja auch mal Beziehungen haben, die anders laufen, ne? Und mir das wünsche. Ich versuche ihm, dass ich meine Handlung zu zeigen, was ändert sich nicht wirklich was. Na, wenn, dann muss ich schon direkt ansprechen, ne? Ganz direkt. Das Zweite, was mich irritiert, ist, dass er nicht wirklich etwas tut, um mich an ihn zu binden. Ich meine zum Beispiel, dass er mir keine Geschenke macht oder auch keine Pläne mit mir schmiedet. Ja, Geschenke, ja. Vielleicht ist er auch ein Red Pillar, die machen keine Geschenke. Ich weiß es nicht, so sage ich jetzt mal nur so spaßig. Das geht eigentlich alles in die gleiche Richtung. Könnte jetzt wieder das Gleiche sagen. Ist das nicht, also kann man sich wünschen, aber ist das jetzt wirklich so wichtig? So, ne? Und Pläne schmieden, also ihr macht ein Date nach dem anderen. Was noch? Muss er jetzt schon sagen, ich frag dich, das ist nicht auch ein bisschen Schwächenzoom, muss er jetzt schon sagen, irgendwie auf welchen Friedhof ihr später wollt oder so, oder weiß nicht, ne? Könnt ihr ja mal was schreiben, was ihr denkt in die Kommentare. Ich vermute, dass du an dieser Stelle sagen wirst, dass es gut ist, wenn er kein Future-Faken macht, dass all die Dates und so genug geschenkt sind. Und irgendwie stimmt das ja auch, das Ganze verunsichert mich aber, weil sich das so anfühlt, als wollte er sich nicht aktiv an sich binden. Aber warum stellt er dich dann vor? Das macht ja keinen Sinn. Aber ich will das jetzt auch nicht alles abtun. Vielleicht nimmst du irgendeinen Vibe wahr, der sich jetzt nicht 1:1 an Ereignissen. Also, wie gesagt, also gerade wenn man immer Minuspol war, muss man echt aufpassen, dass man beim bindungssicheren Mensch nicht auf einmal anfängt,
Red Flags zu sehen, aber bei einem jemand, der dich jetzt lovebomben würde, siehst du keine Red Flags. Das wäre schlecht so, ne? Aber vielleicht siehst du, ich würde es beobachten, weil das sind ja wirklich bestenfalls mal Standards, aber ich weiß nicht, wenn es für dich ein Dealbreaker ist, weiß ich nicht, aber beobachten und ja, wenn das jetzt anfangen würde, so krümelig zu werden, okay, würde ich sagen, okay, du hast da scheinbar was wahrgenommen, was wir vielleicht jetzt hier noch nicht so gesehen haben, aber die andere Gefahr ist halt auf jeden Fall, dass du zu kritisch bist, ne? Bin ich vielleicht eine Freundschaft plus für ihn? Ja, warum kannst du das denn nicht einfach fragen? Also das ist der nächste Punkt hier. Du musst wirklich kommunizieren jetzt hier, ne? Also in jeder Beziehung geht es irgendwann nur noch über Kommunikation, so, ne? So, das ist ja auch in der weiblichen Polarität, diese Labels. Frag ihn doch, was bin ich für dich? Sind wir jetzt zusammen? Also ich meine, Exklusivität muss man heutzutage ansprechen. Solltest du schon längst gemacht haben eigentlich. Ich meine, klar, ihr habt ja jetzt offline kennengelernt, da geht man eher davon aus, und wenn man vorgestellt wird und alles, aber ich würde, sorry, das ist 2024, dann musst du das ansprechen und dann bekommst du eine Antwort, ne? Oder ist das eine gesunde Beziehung, die mir einfach noch fremd ist? Könnte durchaus sein. Ich meine, natürlich gibt es Männer, die das jetzt nicht machen würden, was du hier schreibst, und natürlich bei denen, wo es keinerlei Fragezeichen gibt, die schreiben mir natürlich auch gar nicht, ne? Also insofern, ja. Aber vielleicht gibt es in den Kommentaren nochmal einen Ansatzpunkt für dich. Oder ist das mein veränderter Liebeschip? Ja, das ist, vielleicht bist du es einfach nicht gewöhnt. Sondern, also es hört sich schon relativ normal an, finde ich schon. Also sprengt zumindest nicht die Grenzen der Normalität, ne? Oder ist es womöglich die norddeutsche Mentalität, mit der, seit ich hier lebe, ziemliche Schwierigkeiten habe? Ja, norddeutsche Mentalität fand ich auch manchmal schwierig, als ich da oben noch gewohnt habe. Aber na, also kann ich mir so richtig, kann man ihm eigentlich nichts vorwerfen, so, ne? Oder ist er so ein kühler Typ? Ja, also er hängt sich ja schon ziemlich rein, ne? Ich kann es nicht, vielleicht ist er ein bisschen, aber wie gesagt, bindungssichere Menschen, was ich jetzt aus so einem E-Mail nicht sagen kann, ob der bindungssicher ist, sind schon ein bisschen kühler, als man denkt. Oder ist eine Krümelbeziehung? Nee, das geht ja voran. Wo ist das Krümeln, ne? Oder ist er ein Bindungsängstler? Dafür musst du ihn daten. Ich weiß es auch nicht, wie lang. Oder steht das hier irgendwo, wann du ihn kennengelernt hast? Aber da standen doch irgendwelche Daten. Januar. Im März seid ihr erst so richtig gestartet. Das sind jetzt April, Mai, Juni, Juli. Das sind ja mal gerade 3-4 Monate. Ich denke, so in 3 Monaten wirst du schlauer sein, weil das zeigt sich einen spätestens nach 7-8 Monaten so. Oder nach diesen 200 Tagen, was ich mal sage, ne? Also einfach abwarten. Fragen über Fragen. Das Ding ist, ich fühle es irgendwie nicht. Ah, hier kommen wir ja schon zum eigentlichen Problem. Also dann ist es vielleicht doch Schwächen, so würde ich sagen. Dann, das würde ich jetzt doch, dann würde ich doch wirklich definitiv sagen, ist wahrscheinlich Schwächen zu. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich in ihn verliebt bin. Es gibt durchaus auch Typen, wo wir überhaupt nicht übereinstimmen. Ja. Ich mag ihn seit 8 Jahren kontinuierlich und finde nach wie vor, dass er toll aussieht und nett ist und sein Leben echt gut rockt. Und er tut Dinge, damit ich mich wohlfühle. Und ich denke immer wieder, dass es mit ihm einfach gut geht und lerne das immer mehr zu schätzen. Naja, aber du musst natürlich aufpassen, dass du jetzt auch nicht für ihn zu Problemen wirst. Dass er vielleicht immer mehr reingibt und dann sagst du auch noch, mach noch mehr. Und dann sagst du irgendwann, ach übrigens, ich bin gar nicht verliebt in dich. Also der wäre natürlich für dich jetzt auch, aber du kannst dir auch noch die 2-3 Monate geben bis zur 200-Tage-Grenze, aber wenn du sagst, also immer so gar nicht verliebt ist am Anfang, schwierig, weil da kann man jetzt schon, also wenn man am Anfang nicht wenigstens mal ein paar Monate so richtig verknallt war, dann kann man eigentlich schon sagen, dass nach 1-2 Jahren oder 3 Jahren oder 5 Jahren wird dann das noch mehr für einen holen, so dieses, oh Gott, mag ich ihn überhaupt genug, und das finde ich jetzt nicht so gut, ne? Weil das alleine, das ist einfach nur, dass er seine Besteckschublade richtig einsortiert, das ist es auch nicht, ne? Hier würde mich deine Meinung interessieren. Danke vorab und liebe Grüße aus dem höchsten Norden. Ja, viele Grüße nach Vladivostok. Was denkt ihr dazu? Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.